Chinas Machthaber setzen eine Null-Covid-Strategie um. Jeder Infizierte ist einer zu viel. Wer verreisen will, muss einen gültigen Corona-Test haben. Fast 80% der Bevölkerung sind zweimal mit den chinesischen Impfstoffen geimpft. Wie wirksam sie sind, weiß niemand genau. Deshalb wird bei dem kleinsten Virusausbruch maximal reagiert. Wie im November, als es im Disneyland Vergnügungspark in Shanghai einen Verdachtsfall gab. Der ganze Park wurde sofort abgeriegelt. Alle wurden getestet, erzählt uns einer, der dabei war und unerkannt bleiben will. Denn die Corona-Politik ist ein sensibles Thema.